internationale Geldwäsche und dubiose Transaktionen berichtet, im Zusammenhang mit führenden Kreisen aus Politik und Wirtschaft in Russland. Jetzt erhärtet sich der Verdacht, dass für Russland bestimmte deutsche Millionenkredite fehlgeleitet wurden. Aber das ist noch nicht alles. Sage und schreibe 4,8 Milliarden Dollar aus Töpfen des Internationalen Währungsfonds für Russland sind auf schwarzen Konten in der Schweiz und anderswo gelandet. Da darf man gespannt abwarten, ob dieser Riesenbetrug eine Rolle spielt beim G8-Treffen in Okinawa Ende dieser Woche. Kennzeichen die Recherchen von Jürgen Roth. Das ist gut, dass ich dich sehe, Boris. Moskau, September 96. Bundeskanzler Helmut Kohl begrüßt seinen alten Freund Boris Jelzin. Der hat gerade die Präsidentschaftswahlen gewonnen, auch mit massiver finanzieller Hilfe aus Deutschland. Es handelte sich um Kredite, die rechtzeitig vor den Präsidentschaftswahlen gewährt wurden und von denen bis heute niemand genau wissen will, wo sie wirklich geblieben sind. Frankfurt. Im Frühjahr 96 wurde Russland von den führenden deutschen Großbanken ein Kredit in Höhe von 4 Milliarden Mark gewährt, offiziell zur Stabilisierung der Demokratie. 1 Milliarde Mark wurde beispielsweise von der Frankfurter Kreditanstalt für Wiederaufbau bereitgestellt. Zur Unterstützung der deutschen Exportwirtschaft in Russland, schreibt die Bank in einer Stellungnahme an Kennzeichen D. Die sogenannte Projektmilliarde wurde von beiden beteiligten Regierungen initiiert, um Projekte in beiderseitigem Interesse zu unterstützen. Dazu wurde ein Finanzierungsrahmen für solche Vorhaben geschaffen, der von beiden Regierungen dem Kreditgeber KfW gegenüber garantiert wurde. Ein Insider bestreitet diese Version. Felipe Turova, Banker und einst Berater der russischen Regierung in Schuldenfragen. Für die Schweizer Behörden ist er ein wichtiger Kronzeuge in Sachen Geldwäsche. Über den deutschen Milliardenkredit sagt er, das Übereinkommen wurde also besiegelt. Und dann floss das Geld auf die russische Seite. Nur Bargeld, ohne jegliche Bedingungen. Danach wurde das Geld über ein Konto von der Außenhandelsbank in Moskau zur Ost-West-Handelsbank in Frankfurt transferiert und dann in zwei Hälften aufgeteilt. 900 Millionen Mark gingen an verschiedene russische Banken und 100 Millionen an Unternehmen in Liechtenstein, Zürich, Genf und Lugano. Der damalige Kreml-Finanzchef Pavel Borodin fädelte den Milliardenmarkkredit für Moskau mit ein. Borodin erzählte, dass der Kredit auf Anweisung des deutschen Bundeskanzlers dazu bestimmt war, den Wahlkampf von Präsident Jelzin zu unterstützen. Es war jedenfalls kein normaler Kredit von Staat zu Staat, weil es die Absicht des Kreml war, dass dieser Kredit keinerlei legalen Status hatte. Er ohne juristische Absicherung war. In Frankfurt, am Sitz der Ost-West-Handelsbank, einer Tochter der russischen Zentralbank, heißt es auf Anfrage von Kennzeichen D zu den dubiosen Geldflüssen, man könne sie weder bestätigen noch dementieren. Ein anderer Fall. Prachtvoll renoviert der Kreml, während viele im Land hungern. Schmiergelder in Millionenhöhe sind für diese Renovierungsarbeiten geflossen. Und wieder steht dabei Pavel Borodin im Mittelpunkt. Der Ex-Finanzchef des Kreml, mittlerweile Staatsminister unter Putin. Seit kurzem liegt gegen ihn ein internationaler Haftbefehl vor, ausgestellt in Genf. Der Vorwurf, im Zusammenhang mit der Kreml-Renovierung sollen 56 Millionen Dollar unter anderem an Borodin gezahlt worden sein. Wir haben eine Person, die einerseits zwei Schweizer Firmen beauftragt hatte, Geschäfte mit dem Kreml durchzuführen. Andererseits hat dieselbe Person sehr hohe Beträge von diesen beiden Schweizer Firmen erhalten. Dabei wurde eine ausgefeilte Verfahrensweise benutzt, um dem Beauftragten eine Kommission zu bezahlen, die man auch Bestechung nennen kann. Nach dem Schweizer Recht wäre hier mit einer Anklage wegen Geldwäsche zu rechnen. In diesem Fall gibt es für uns das Problem mit Russland, dass wir nicht sicher sein können, ob die russischen Behörden wirklich ein Interesse daran haben, diesen Fall in Russland zu verfolgen.
Nicht verfolgt wird auch die Veruntreuung von Krediten des IWF durch die russische Finanzmafia. Der Internationale Währungsfonds dementiert, obwohl Kredite an Russland spurlos verschwunden sind. 4,8 Milliarden Dollar wurden im August 1998 über amerikanische Banken und über ein Konto der Ost-West-Handelsbank in die Schweiz transferiert. Das Geld ging von der Federal Reserve Bank unter anderem an die National Republic Bank in New York. Danach floss es in die Schweiz und wurde dort aufgeteilt. Damit beschäftigt sich jetzt auch ein Staatsanwalt. Waren das ungefähr 5 Milliarden Mark? Ja, so ungefähr. Es war die letzte Rate jenes Kredits des Internationalen Währungsfonds, der 1998 Russland gewährt wurde. Profitierte von westlichen Steuergeldern auch Jelzins Tochter Tatjana Tschatschenko. Teile dieses Geldes wurden durch verschiedene Finanzkanäle über Scheinfirmen geleitet, die der Tochter von Jelzin gehören. Stimmt es, dass es sich dabei um 240 Millionen Dollar handelt? Ja, es ist ein Betrag zwischen 200 und 300 Millionen Dollar. Derzeit ermittelt wegen dieser verschwundenen Gelder des IWF die Genfer Staatsanwaltschaft. Ich kann derzeit in der Öffentlichkeit nicht über diese Operation sprechen. Ich habe aber Ermittlungen auch in Russland eingeleitet, um diese Vorgänge untersuchen zu lassen. Nur die Regierung in Russland behindert massiv die Ermittlungen der Genfer Staatsanwaltschaft. Und auch zwei Rechtshilfeersuchen in Amerika blieben ohne Antwort. Haben Sie den Eindruck, dass Ihre Ermittlungen behindert werden? Wenn ich die notwendigen Informationen nicht erhalte, dann bin ich machtlos, das ist wahr. Bilder vom Staatsbesuch des neuen russischen Präsidenten Wladimir Putin in Berlin vor wenigen Wochen. Die Freundschaft ist nicht mehr ganz so herzlich wie jene zwischen Boris Jelzin und Helmut Kohl. Und das Geld des Steuerzahlers in ein Fass ohne Boden zu schütten, wie in der Vergangenheit, das will man wohl auch nicht mehr.